Hey Leute, willkommen zurück bei Binding of Isaac. Ja, letztes Mal wurde ich ein bisschen rausgeschmissen, deswegen war dieses Ende so abrupt. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und jetzt wieder zurück. Willkommen zurück bei Binding of Isaac. Ich habe das nicht ordentlich abschließen können, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ja. So, was mit euch hier, ihr Random Killer? Ja. Da gibt es manchmal so krasse Bugs, wo die da 3, 4 von den Dingern hintereinander hauen. Ohne Grund. Was ist das für welche schon wieder jetzt? Die kennen wir ja schon, aber... Ich hasse sie. Sie werden dann so unkontrolliert. Das haben wir jetzt für eine Pille? Keine Ahnung. Tears up! Tears up ist super. Tears up ist super. Das freut mich. Ja, an die Bomben kommen wir nicht ran. Im Shop war auch nur Schwachsinn. Guck mal, wie wir aussehen. Unser Kopf ist normal, allerdings blau. Und unser Körper ist dieses grüne, verbeulte etwas. Auch nochmal so rum. Kannst du dich nicht selber beschreiben? Nee, kann er nicht. Der ist immun dagegen. Und ein Schlüssel. Ja, was brauchen wir natürlich? Ein Schlüssel wäre ganz praktisch. Und wir haben keine Leiter. Vielleicht kriegen wir beim Boss jetzt irgendwas Fliegendes. Also wenn es zufällig der... Letzte Zeit schlimm mit der Maus. Das ist doch alles ganz normal. Also wenn wir jetzt zufällig zum Beispiel The Horseman finden. Nein, wir finden natürlich The Hollow. Das spuckende Hollow. So, da fliegen wir erstmal hier hin, da kann uns nichts tun. Also die scheinen manchmal ein bisschen ihre Richtung zu ändern. Ach, oh. Okay, da kommen Mahnen raus, das wusste ich nicht. So. Hi, Mädchen. Ach, ich will auch nicht zu viele Mahnen gleichzeitig haben. Oh Gott, das wäre. Okay. Gucken, was für ein Item wir bekommen. Ganz viele Herzen auf jeden Fall. Oh, Food. Rotten Meat. Ich auch nicht, ich hätte das Flieger-Item nehmen sollen. Wheel of Fortune würde ich ungern nutzen. Gut, wir gehen runter. Und hey. Ja, war super. Aber komm, hey, wir haben die Bombe. Die Bombe? Ja, die Bombe. Wir haben eine Bombe bekommen. Eine Bombe. Ach, komm, ey, echt? Waren wir so langsam? Wir sind echt extrem langsam. Schlüssel. Ist schon mal immer gut. Reduziertes können wir, glaube ich, noch nicht holen. Dafür brauchen wir 7 Münzen. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich wieder kaum Herzen, wie ich mich kenne. Und dann kommt so eine Ironie mit sowas hier, mit so einer Blutbank. Ja, ja, klar. Ja, komm, ey. So. Wir haben Tears Up. Und wir haben Range Up. Und du brauchst bloß runtergehen. Gott, schlimm. Das haben wir zum Glück wieder... Ja, was ist zum Glück? Den Raum hätte ich auch vermeiden können. Oder was ist vermeiden? Den hätte ich am liebsten gar nicht. Die können auch so ein Ding kaputt machen. Vor allem, ich sehe es schon kommen. Was jetzt? Wer hat mir denn bis weh getan? Okay, ein halbes Herz. Zack. Weiß auch nicht, ob die vielleicht. Okay, doch, die bringen auch noch was. Den normalen Kakaofen. Komm, Fliege, wer ist von uns beiden besser? Der Kakao hat mir leider nichts gebracht. Okay. Schon. Stirbt über Löcher. Nein, 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 nein. Die Mana hat sich irgendwie verkantet.
oder sowas. So. Die schießen ja auch Fliegen nach einer Zeit. Ich glaube, da müssen wir Treffer machen, damit wir Fliegen schießen. Genau so. Wäre aber cooler gewesen, hätte die Fliege irgendwie jemanden getroffen, der... Ja, jetzt komme ich nicht vorbei. Wie die auch gar nicht. Jetzt. Okay. So, jetzt haben wir eine große Reichweite. Die peilen immer das an, was dieses Ziel, was ich getroffen hatte. So wirkt es. Ja, da bringt uns nichts. Bringt mir noch weniger. Ich will mich verarschen. Hätte wirklich so ein Flieger-Item nehmen sollen. Mann, 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 Mann. Vielleicht hier noch ein bisschen Health. Ja, ja, ja. Das sind doch die, die Bomben fliegen zum Schluss haben. Oh, ein Arcade. Toll. Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ach, komm schon, echt. Wenigstens hat der ein blaues Ding. Die blauen Gegner, die droppen immer zum Glück Soul Hearts. So, jetzt vielleicht nochmal ein rotes Herz zum Abschluss. Nein, gar nichts. Okay, gehen wir hier rein. Spielen wir ein bisschen, zocken wir. Hui, Herzen, die mich auffüllen. Nochmal Geld. Komm, das wird wahrscheinlich auch falsch sein, ja. Und nochmal hier. Gut, tschüss. Ich kann die zwar noch sprengen, aber ich habe keine Lust drauf. Alles Geld verwertet, allerdings wir sind wieder voll. Das ist schon mal gut. Auch wenn wir immer noch schlechte Items haben, nach meinem Empfinden nach, aber wir sind einfach viel zu schwach. Vielleicht bekommen wir jetzt ein Pentagramm oder so, das würde mir helfen. Und es gibt ja auch etwas, was alle Stats nach oben bringt. Das wäre auch cool. Was? Und noch der schwarze. Ah, der schwarze Husk. Na super. Mit Bomben fliegen. Ja, das ist uncool. Husky. Die Fliegen sollten schon dann explodieren, finde ich. Wenn sie in der Nähe von Husk sind. Passt auf die Kettenreaktion auf. Ach, komm schon, echt. Ach, die sind mir zu schnell, die Fliegen. Also ich bin zu langsam, sagen wir so. So, Husky. So. Die Fliege machen wir gleich platt hier. Ich hab gehofft. Nein! Böse Fliege. Eintagsfliege. Ja, jetzt... Okay. Nein! 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 Warum renne ich eigentlich nicht sehen, Herzen? Okay. Noch 3, 2, 1, 0. Meat! Tier ist ab und HP ab. Auch wenn ich glaube immer, dass es ein Damage Up ist. Es ist nämlich Damage erhöht worden, aber gut. Vielleicht wird auch Tiers abgemacht. Miet ist super. Ja, bum bum. Maus. Ich freue mich darüber, dass du tolle Sounds von dir abgibst, aber das interessiert mich nicht. Oh, guck mal, der hat da was unten. Warum siehst du das beim Spiel nicht? Und wisst ihr, was passiert ist? Wir haben das Spiel wieder verbuggt. Oh mein Gott. Denn wir kommen in die Tiefen. Und die Tiefen bringen immer einen Bug mit sich. Hm? Jetzt fängt schon wieder so ein Schwachsinn an hier. Wie ich die hasse. Wie ich die hasse. Ich komme kaum vorbei, weil das alles so eng ist und dann sowas. Auf
kommen nur 50 von den Viechern an. Und denken sich so, die könnten mir das Leben vergeigen. Okay, das sind Slotties, aber. Stehe ich in Bewegung und dann. Das stimmt schon was. Ach. Okay, die Random-Schieße sind ein bisschen fies. Wenn ich ständig in Bewegung bin, dann treffen mich zwar die Slots. Ach komm, ey. Nicht wirklich. Wollt ihr echt den Raum hier mehrfach konservieren und wiederholen? Mhm. Oh, war knapp. So. So, ihr beide greift noch hier an. Drei Schlüssel. Ja, im ersten Raum zig rote, zig Truhen und jetzt auf einmal gar nichts, oder was? Ich hätte noch Wheel of Fortune als Variante. Die mir vielleicht ein bisschen, aber so ein bisschen nur als... Ja, klar. Was hat mich denn jetzt getroffen? So mit einer geringen Wahrscheinlichkeit heilen kann, so Wheel of Fortune. Hier könnten wir vielleicht einen Geheimraum haben. Oder hier. Münzen! Ich gehe nicht in den... Wo, ich gehe in den Shoproom. Weil ich denke nämlich, dass der Greed dahinter ist. Greed? The Guide. Und so. The Knight. Geil. Ja, wusste ich es doch. Greedy! Ach komm! Das Mann! Greed! Hey! Ich wollte damit mehr Geld haben für meinen Wheel of Fortune. Aber der muss ich mir jetzt. Der muss mich ja fertig machen hier. Noch mehr Geld. Da brauche ich dieses. Den Bloody Penny. Okay. Ach echt? Na gut, bekommen wir vielleicht ein Trinket, was gut ist, und vielleicht ein paar Seelenherzen. Oh, Fool war der Bettler? Toll. Tolles Wheel of Fortune. Nein, Fool teleportiert mich zu irgendeinem Raum, der jetzt nicht existiert. Hm? Guck mal, wie viel HP ich noch habe. Wollen wir es gleich mal gegen den Boss wagen, weil er uns mir wenigstens ein paar HP gibt? Ja, es sei denn, es ist er. Die schlimmste Pestilenz, seit es Pest gab. Ja, klar, er trifft mich. Der Blöde ist, der macht niemand Anzeichen dafür, dass er gerade das abschießt. Der macht das einfach sofort. Eigentlich auch ständig in Bewegung sein. Die Augen ausweichen. Seine aus sein. Ach, komm schon, ey. Die anderen machen wenigstens irgendwelche. Wenn er lächelt, weiß ich, dann springt er immer. Ach. Hat mich wieder getroffen. Fast hat er mich wieder getroffen. Guck mal, wie viele wir abgezogen haben. Wir sind voll gut drauf. Wir starten einen normalen Run mit zusammen mit. Wird mal Zeit, dass wir hier die anderen beiden freischalten. Mit Maggie. Und hoffen ein bisschen auf Schadensupgrade. Denn mit Maggie haben wir es noch nicht geschafft. Maggie ist ein bisschen schwachbrüstig und ein bisschen sehr langsam. Also sie hat das Yamhart. Was Yam Yam macht. Und mir dann immer wieder. HP zurückgibt. Ach, aber wenigstens können wir dadurch noch mehr HP bekommen. Und was ich hoffe, was ich bei ihr hoffe, ist ein bisschen, dass ich Devil Room bekomme. Und hoffentlich was Gutem drin. Ist leider nicht immer so. Ach toll. Das war jetzt ein bisschen blöd. Weil normalerweise kann man hier ein Lebensupgrade bekommen oder war es nicht? Das war nicht das, was ich wollte. Hm,
bin. Super. So. Ja, ja. Ich kümmere mich noch nicht drum. So schlimm ist es noch nicht. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel sind immer gut gewollt. Wohlgemerkt gut gewollt. Och. Der rutscht ja noch Millimeter vor. Ich dachte, der kriegt mich nicht mehr. Hm, noch ein Schlüssel. Oh, Large. Ich bin noch langsamer, aber AP ab, hey. AP for the win. Das ist ein Large March. Ha, Wortwitz. Gott, bin ich lahm. Gleich erster Raum, boah, wie auch Spaß und Freude. Hey, boah, wie geht's dir? Oder Gimini. Das wäre auch geil. Gimini. Oh Gott, das will. Der ewige Hinterherrenner. Da hoffe ich nur, dass da viele Steine sind, damit ich einigermaßen hier den abbremsen kann. Weil sonst sehe ich da kein Tageslicht. Sondern ganz schnell das Grab von unten. Das Grab? Die Erde von unten. Wir sind ja schon im Keller. Aber umso mehr würde ich mich freuen auf den Devil Room. Ach komm schon, echt. So, ich nehme mal das Yamahad. Ein paar Auffüllungen zu bekommen. Vielleicht hätte ich es doch vorher mal nehmen sollen. Ich glaube, das braucht schon einiges an Aufladungen. Wir sind so extrem langsam. Pin. Na gut, gibt Schlimmeres als Pin. Ein Pin, der zu schnell ist für mich. Und jetzt musst du doch langsam mal deine Aktion machen. Genau. Huiuiuiui. Pini. Das war aber nicht nett. So. Das hat sich auch mal selber treffen. Pin trifft sich ab und zu mal selber durch die Bomben. Und komm bitte in Devil Room danach. Habe ich mir verdient. Wow. War es nicht sogar so, wenn man keinen Schaden bekommen hast, dann ist eine erhöhte Chance auf den Devil Room? Wow, das war knapp. Penny, ich will hier einen Devil Room haben. Bringt mir nichts, wenn du mir Schaden machst. Okay. Ja klar, wisst ihr was? HP. HP. Okay, das Herz braucht, das Yamahad braucht 2 Räume, sag ich schon. Zu 2 hat die Hälfte aufgeräumt. Wenn ich nämlich noch die Nonnenkutter erwische, dann bin ich wieder fast unbesiegbar. Allerdings brauche ich dafür Münzen und einen Schlüssel. Also Schlüssel habe ich ja, aber das ist jetzt erstmal ein Schlüssel für die Ebene, für Item Room. Komm schon. The Safety Cap! Gib mir ab und zu mein Schild. Hui. Super! Ey, ich bewege meine Maus nicht und die sagt ab und zu mal, sie wird einfach rausgeholt. Ich weiß nicht wieso, aber es macht's, sagt's einfach. So. Irgendeiner von denen war doch, genau, du warst Bombe und ihr wart Fliegen, wa? Genau. Guck mal, welche Fliegen hier noch gespawnt worden sind. Ja, die hat eine gute Reichweite, muss ich sagen. Maggie, du überraschst mich jedes Mal wieder. Vom Neuen. Okay. Wir wollen Item Room finden. Gehen wir mal unten lang. Und ich bin zu langsam, verdammt. Ach komm, schon echt. Guck mal, da unten ist ein blauer Stein. Natürlich wäre Stone richtig geil. Bin trotzdem aber noch schneller als die. Das ist geil. Vom Gefühl her. Oh, ein ganzes Herz. Ganzes Hart. Warten wir doch ab. Nein! Was wollen die manchmal damit erreichen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Safety Cap auch durch die Blattspender und sowas alles aktiviert wird. Heißt also, dass man ein kleines Schild bekommt und dann die Blattding, so diese Blutspender, benutzen kann. Mehrfach.
Durch das Schild. Meine. Okay, wir Inner Eye. Okay, jetzt haben wir noch einen niedrigen Schussspeed. Und noch ein Herz. Ich nehme es einfach mal, weil wir nicht noch mehr Räume haben. Haben wir jetzt auch Damage ab? Nein, haben wir nicht. Wir haben bloß reduzierten Schussspeed. Super. Und das war das Einzige, was ich dachte bei Marchi. Ja, das geht ja einigermaßen. Noch der Schussspeed. Nee, die Range war einigermaßen gut. Wirkte zumindest so. Ja, na gut. Ist ein kleines Damage ab, kann man sagen. Oder auch nicht. Weil ja Schussspeed reduziert wurde. Und reduzierter Schussspeed ist eigentlich nie wirklich gut. Na gut. Der Duke of Lies ist jetzt auch nicht so das Problem. Der gute Duke. Duke von Schlotterhelm. Er kriegt auch ordentlich Schaden durch das innere Auge. Okay, das hat ihn schon mal erledigt. Jetzt noch ein paar rote Fliegen erledigen. Und noch eine schwarze. Komm schon. Und wir bekommen Pillen. Dann bin ich mal gespannt. Batrip! Super. Balls of Steel. Tears up. Das ist gut damit. Tears down. Batrip! Hey. Super. Die hätte ich aufsparen müssen. Das war eine Full Health Pille und eine Batrip Pille. Okay, damit wissen wir schon mal ein bisschen Bescheid über ein paar Pillen. Wobei ich dann lieber das Better Pulse Item vorher haben will. Damit ich keinen negativen Effekt habe. Ja, klar. So. Ich bin so verflucht langsam. Auch wenn ich jetzt schon wieder Speed Up habe. Nein, habe ich. Habe ich ein Speed Up? Ja, ein Speed Up habe ich. Bin also wieder ein bisschen schneller beim Laufen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ein Shoot Up oder wie es heißt. Na komm, hier nehmen wir. Ich glaube nicht, dass sie mich treffen. Dass wenigstens ein bisschen aufgefüllt wird noch bis zum Boss. Einer von den beiden kann mir wenigstens Schlüsse geben. Okay. Der nicht zumindest. Der hier vielleicht. Oder das Raumbonus. Ich will ja gleich die Maus wegpacken. Hier gibt mir ein Herz. Super. Eine Bombe. Jetzt aber Schlüssel bitte. Okay. Und nochmal. Oh, eine Battery-Pille. Na, die behalten wir. Wie gesagt, wenn wir ganz wenig Leben haben, ist es eine Full-Health-Pille. Ist auch super. Ich überlege gerade. Oh, wir haben schon wieder viel zu viel Zeit aufgenommen. Ich brauche hier einen Schlüssel. Der könnte mir auch einen Schlüssel geben, der Typ. Wie gut, dass er gleich hier ist. Wo ich... Oh, bei der dunklen Färbe gibt er mir noch mal eine Bombe? Ne, das ist zufällig. Aber der gibt mir wenigstens ein Item. Das ist schon mal gut. Komm! Münze, echt? Eine Münze? Und? Haben wir eine Pille? Balls of Steel, yes! Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.